Cheetah, der beste Website und Funnel Builder 2021. Ich werde dir in 15 Minuten alles erklären, was du hier über diesen Page Builder wissen musst. Deswegen lass uns nicht viel Zeit verschwenden, sondern direkt starten. Ja, wir sind jetzt hier in meinem Builderall Dashboard und du siehst hier ist schon Cheetah. Cheetah ist der ähm, ja, Drag and Drop Website und Funnelbilder vom Bilderall bedeutet, damit du Cheater nutzen kannst, benötigst du einen Bilderall-Account. Dann klicken wir hier einmal auf Öffnen und dann öffnet sich schon unser Editor. Beziehungsweise kommen wir hier als allerersten Schritt zur Übersicht. Wir sehen hier Funnels, die wir erstellt haben, die öffentlich sind und Funnels, die wir erstellt haben, aber zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht veröffentlicht haben. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass du dich ganz neu in Cheater einloggst. Das heißt, hier ist alles leer. Der erste Schritt, den du gehen wirst, wird mit großer Wahrscheinlichkeit sein, auf neue Webseite klicken. Und jetzt hast du die Möglichkeit, eine smarte Vorlage zu wählen oder eine einfache Vorlage. Bei smarten Vorlagen kannst du mit Tags arbeiten, was ich dir für den Anfang nicht empfehlen würde. Deswegen immer einfache Vorlagen. Das ist auch das, was 90 Prozent der Nutzer hier immer auswählen. Okay? So. Und jetzt öffnet sich hier schon eine Vorschau von Templates, die wir nutzen können. Ich bin ein großer Fan davon, mit einer blanken Seite zu starten und das Ganze individuell zu gestalten. Wenn du allerdings hier ein schönes Template findest, kannst du das Template natürlich selbstverständlich auswählen. Und dann eben hinzufügen. Wir klicken jetzt aber mal auf eine blanke Seite und erstellen das Ganze von Anfang an. Dann klicken wir auf Auswählen, klicken nochmal auf Speichern und jetzt wird unser Funnel schon mal erstellt. So, und jetzt sind wir hier in der Übersicht. Das hier ist meine cheater webseite Das ist quasi mein Funnel. Die erste Seite hier ist meine Startseite. Erkenne ich auch immer an den Häuschen. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, beliebig viele Unterseiten hinzuzufügen, wie zum Beispiel eine Dankesseite, eine Verkaufsseite, ein Impressum und so weiter. Und als ersten Schritt schauen wir uns hier mal das Menü auf der linken Seite an. Genau, hier in den Grundeinstellungen habe ich dann die Möglichkeit, einen Titel zu vergeben, die Sprache auszuwählen, die Adresse URL festzulegen, eine Beschreibung hinzuzufügen, diesen Funnel einer gewissen Kategorie, die ich vorher angelegt habe, ähm, ja, hinzuzufügen. Und ich habe natürlich die Möglichkeit, hier einen Werbebutton von BuilderAll mit einzufügen. Das heißt, wenn dann jemand darüber kauft, das ist so ein kleines Zeichen, was hier unten immer ist, dann bekomme ich Provision. Ich persönlich schalte das aber hier gerne aus. Du siehst, hier klick, dann ist es weg. Jetzt habe ich die Möglichkeit noch hier das Favicon für den kompletten Funnel auszuwählen. Das wird mir dann hier oben angezeigt. Wichtig, wenn du irgendwelche Änderungen machst, immer auf Speichern klicken. So, jetzt kommen wir zum nächsten wichtigen Punkt und das sind die Skripteinstellungen. Hier fügst du wichtige Skripte ein und zwar ist hier ein allgemeines Skript. Dieses Skript, wenn du hier etwas einfügst, wird auf allen deinen Unterseiten eingefügt, gilt für den kompletten Funnel, okay? Das heißt, wenn du etwas brauchst, fügst du es hier bitte ein. Hier weiter unten hast du die Möglichkeit, deinen Facebook-Pixel hinzuzufügen, deinen Facebook-API-Token, Google Analytics und den Google Tag Manager. Das ist wesentlich einfacher, als hier mit den ähm, Skripten zu arbeiten. Das heißt, du, wenn du mit dem Google Tag Manager arbeitest, wie zum Beispiel ich, hat dein Tag Manager hier eine Nummer bzw. eine Pixel-ID und die gibst du hier ein. Und gehst auf Speichern. Zusätzlich kannst du Pixel Events direkt hier hinzufügen. Das ist sehr, sehr genial. Wenn du das alles gemacht hast, klickst du wieder auf Speichern. Hier im nächsten Schritt hast du die Funktion SEO-Einstellungen hinzuzufügen, beziehungsweise Keywords. Du kannst hier Metatext hinzufügen. Das ist ganz wichtig. Das sind keine Keywords, hier stehen auch immer Hinweise. Wofür du sogenannte Metatext benötigst. Genau, hier weiter unten hast du zum Beispiel auch die Möglichkeit, deinen Google AdSense Code hinzuzufügen. Jetzt haben wir im nächsten Schritt den Split Test. Das heißt, du kannst Seiten in deinem Funnel gegeneinander Split testen. Du klickst einfach hier drauf und dann erstellst du einen Split Test. Und dann haben wir die globalen Elemente und die sind gigantisch. Die erleichtern dir enorm deine Arbeit. Und das ist auch eine Funktion, die ich sehr an Cheetah liebe. Bedeutet, wir erstellen hier unseren Header und unseren Footer und wir erstellen den einmal und fügen den mit einem Klick zu jeder Unterseite hinzu. Das heißt, wir müssen nicht immer extra in die einzelnen Unterseiten gehen, wieder den Header hinzufügen, den Footer. Wir haben den einmal erstellt und. Fügen den dann hinzu. Wir können natürlich mehrere Header, mehrere Footer auch erstellen, wenn wir für unterschiedliche Seiten eben unterschiedliche Header oder Footer benötigen. So, im nächsten Schritt kommen wir zu den DSGVO Settings. Hier kannst du den Cookie Banner aktivieren. Du kannst den Cookie Banner komplett von den Farben her anpassen, von den Texten, der Schriftart und so weiter. Und ja, das Ganze eben dann mit einem Klick aktivieren und dann ist der Cookie Banner auf deiner Seite aktiv. Zusätzlich haben wir hier in Cheater noch Integration zu weiteren Tools von Builderall, zum Beispiel kannst du den Super-Checkout hier mit deiner Sheeta-Seite verbinden, wenn du nicht über Digistore verkaufen möchtest, sondern über den Super-Checkout, Da machst du das mit einem Klick, du kannst einen Block hinzufügen zu deiner Seite, du kannst Browser-Benachrichtigungen aktivieren, Social-Proof. Oder deinen ähm, Terminkalender direkt zu deiner Cheetah-Seite hinzufügen. Des Weiteren hast du die Möglichkeit, eine Domain hier aufzuschalten, was ich dir auf jeden Fall empfehlen würde. Das funktioniert super einfach, indem dass du auf Domain aufschalten gehst, den Namen deiner Domain eingibst. Dann auf Weiter klickst, dann hast du weiter unten Name-Server. Diese Nameserver gibst du bei deinen Domainanbieter an, wartest dann ungefähr drei bis sechs Stunden und deine Domain ist aufgeschaltet. Wichtig, du brauchst bei Builderall kein Hosting, sondern nur die Domain. Natürlich haben wir auch die Möglichkeit des Share Funnels. Das heißt, du kannst deinen Funnel an andere Leute schicken, direkt an eine E-Mail. Wenn diese E-Mail bei bilderall ist oder über einen öffentlichen Link, wie du das auch von anderen Page-Bildern kennst, klickt derjenige drauf, hat den Funnel direkt importiert. Okay, das sind erstmal so die wichtigsten Einstellungen. Wichtig, wenn du etwas verändert hast, immer auf Speichern und im besten Fall nochmal auf Neu veröffentlichen. So, jetzt haben wir hier unsere Startseite. Du siehst das hier am Häuschen. Das hier ist unsere Startseite. Wenn wir natürlich mehrere Unterseiten später haben, können wir auch eine andere Startseite festlegen. Wir arbeiten jetzt aber mal hiermit und klicken auf Seite bearbeiten. Und jetzt kommen wir auch schon in den Editor. Und jetzt wird es spannend. So, jetzt erkläre ich dir mal ganz kurz die Funktionsweise hier von Cheetah. Wir löschen einfach mal alles raus, dass wir komplett blank starten, okay? Hier oben haben wir das Häuschen, hier kommen wir immer wieder zur Funnel-Übersicht, das heißt zurück zu der Übersicht von gerade. Hier arbeiten wir in der PC-Version. Hier in der Tablet-Version und hier in der Handy-Version. Ich empfehle dir immer, deinen Funnel für die PC-Ansicht anzupassen, klar. Und fürs Handy, Tablet passt sich automatisch an, wenn du die Handy-Version hast. Das sollte vollkommen ausreichen. Hier hast du die Möglichkeit, innerhalb des Editors zu den unterschiedlichen Unterseiten zu switchen. Das erspart dir Arbeit, bedeutet, du musst nicht immer wieder raus, sondern du klickst hier drauf und dann könntest du zum Beispiel hier, wenn du mehrere Seiten im Funnel hättest, draufklicken und kannst dann die nächste Unterseite bearbeiten. Arbeiten. Auch hier über den Klick kannst du ganz einfach, während du arbeitest, eine neue Seite in deinem Panel hinzufügen. So, jetzt haben wir hier die Möglichkeit, schon mal globale Schriften festzulegen. Das würde ich dir für den Anfang immer empfehlen. Das bedeutet, du machst dir einmal die Arbeit, überlegst dir, welche Schriftart möchte ich verwenden oder welche Schriftarten, welche Schriftgrößen. Das könnte dann zum Beispiel hier H1 sein in zum Beispiel. Muli Black ähm, und dann wähle ich hier die Schriftgröße aus, das hier ist äh, für die PC-Ansicht, ich persönlich wähle es meistens wesentlich kleiner auf 50 und sage, die H1-Überschrift, meine großen Überschriften sollen auf dem Handy nicht 40 sein, sondern sollen auf dem Handy 30 sein, okay? Jetzt legst du hier die Zeilenhöhe fest. In dem Fall würde ich das immer auf 1,2 machen. Das passt ganz gut. Und so gehst du durch die einzelnen Überschriften und dann hast du das alles schon mal perfekt angepasst, okay? Das heißt, du musst hinterher nicht mehr nacharbeiten. Und das ist ein ganz großer Vorteil. Hier zum Beispiel auch H3. So, wir gehen jetzt hier auf Muli. Äh, will normal Muli, nicht Muli Black aus. Und sagen hier, in dem Fall hätte ich jetzt gerne die Schriftgröße. Ähm, wir hatten das vorhin auf, glaube ich, irgendwas mit 40. Jetzt wählen wir hier einfach mal 30 aus. So, jetzt haben wir hier mal 30 ausgewählt. Und dann wählen wir mobile vielleicht. 23 aus und die Zahlenhöhe nehmen wir wieder auf 1, 2. Und du wirst sehen, es erleichtert dir enorm deine Arbeit. Hier hast du später noch ein Lineal, das heißt du kannst mit Hilfslinien arbeiten, um Elemente ein bisschen besser anzuordnen. Denn wir arbeiten hier mit Drag and Drop, bedeutet du kannst jedes Element frei verschieben und da ist ein Lineal schon sehr hilfreich. Hier hast du das kleine Auge, bedeutet du kannst Elemente für die PC-Version ausschließen und für die Handy-Version. Dann siehst du über das Auge, welche Elemente hier am PC Ausgeschlossen sind und welche eben am Smartphone. Jetzt arbeiten wir wie folgt. Das ganze hier wird mit Bannern aufgebaut. Das heißt, du erstellst einzelne Abschnitte für deine Webseite, wo dann Elemente drin sind, okay? Das würde am Anfang bedeuten, hier haben wir so einen Startbanner, okay? Hier sind einige Vorlagen drin. Ich zeige dir das einfach mal anhand von einer Vorlage. Du siehst, wir haben hier einen Abschnitt, okay, von einem typischen Sales Funnel. Jetzt würden wir das hier einfach mal rauslöschen, weil wir sagen, wir wollen es ja natürlich ein bisschen individueller selbst erstellen. So, du kannst ganz einfach, wenn du hier Elemente hast, kannst du dieses Element anklicken und hier auf den Mülleimer gehen und es löschen. Du kannst mit Doppelklick reingehen und dann kannst du die Schriftgröße anpassen, die Schriftfarbe und so weiter und hast auch zusätzlich die Möglichkeit, das Ganze zu zentrieren über hier diesen Klick. Und über das Auge gehst du drauf. Dann wäre das jetzt gleich nur noch auf der Handy-Version, aber nicht mehr auf unserer PC-Ansicht. Da ist es nämlich versteckt. Wenn ich auf Löschen klicke dann, klicke, dann lösche ich dieses Element, diese Schrift hier für beide Ansichten. Auch wichtig für dich zu wissen, okay? So, im nächsten Schritt. Erstellen wir jetzt aber einfach mal eine H1-Headline. Und du erinnerst dich, wir haben die Größe von der H1-Headline gerade global festgelegt. Ja? Bedeutet, dass jede H1-Headline bei uns die Größe hat, die wir hier festgelegt haben. So, bei H1 haben wir festgelegt 49 und Mobile 30. Und jetzt haben wir den Vorteil, dass wir dahinter nämlich nicht mehr viel optimieren müssen. Was wir hinter natürlich noch anpassen können, per Doppelklick, ist hier die Möglichkeit, dass wir. Einfach die Farbe verändern. Wir lassen das jetzt einfach mal auf H1 Überschrift. So, jetzt gehen wir hier auf Neu und sagen, wir möchten weitere Elemente hier zu diesem Bannerabschnitt hinzufügen. In unserem Template war hier zum Beispiel ein Video zu sehen. Bedeutet, wir gehen auf Element, weil jetzt wollen wir keinen Abschnitt hinzufügen, sondern ein Element in unseren Abschnitt. Und dafür klicken wir auf Elemente. Jetzt haben wir ganz viele verschiedene Elemente, die wir hinzufügen können. Wenn wir zum Beispiel ein Video hinzufügen wollen, klicken wir auf Video und wählen dann YouTube. Oder Vimeo oder Vistia. Solltet ihr für ein Video einen HTML-Code bzw. einen iFrame-Code haben, dann würdet ihr jetzt als Beispiel das Element iFrame auswählen. Dieses iFrame hier reinziehen, einmal auf dieses iFrame draufklicken, auf allgemeine Einstellungen und den Einbettungscode hinzufügen. Ist es nicht easy? Es ist wirklich super, super easy. So, jetzt haben wir die tolle Möglichkeit, dass wir die Elemente beliebig hier vergrößern können. So, und die Überschrift haben wir jetzt hier zentriert. Okay, wir haben jetzt hier das Video. Und jetzt sagen wir einfach, wollen wir hier seitlich noch einen Text haben, der ein bisschen kleiner ist. Wir erinnern uns, wir haben die H3-Überschrift bereits angepasst, dass die standardgemäß schon mal in einer guten Größe ist. So, jetzt haben wir die hier. Und wir gucken noch mal hier. Wir haben die H3 angepasst, nämlich in 30 und mobile in 23. Bedeutet nämlich gleich, dass diese Schriftgröße auch auf dem Handy schon perfekt aussieht und wir nur noch einzelne Elemente gleich ein bisschen anpassen müssen. Jetzt schreiben wir hier hin. So, wir machen Doppelklick hier drauf. Okay, super, super easy. Und schreiben: Mein tolles Video. So, haben natürlich die Möglichkeit, hier die Farbe zu ändern. Und dann hast du mein tolles Video. Jetzt fehlt uns ja noch Folgendes, nämlich ein Button. Bedeutet, wir sind hier auf Neu, wieder Element, gehen hier auf Zurück zu der Elementübersicht und suchen uns einen passenden Button aus. Jetzt haben wir hier ganz viele verschiedene Button. Wichtig für dich, jedes Element kannst du individuell anpassen. Von der Farbe, von der Größe, vom Text und so weiter, so wie du das gerne möchtest. Du kannst die Ecken abrunden und so weiter. Ich lasse das hier im Beispiel aber einfach mal auf Standard. So, jetzt sage ich, nee, der Button ist mir hier aber ein bisschen zu klein. Ich möchte ihn ein bisschen in die Länge ziehen. Dann klicke ich drauf und ziehe mir den so, wie ich das gerne haben möchte. Okay? So, jetzt klicke ich hier auf diesen Button drauf und bin jetzt hier auf der Seite. Wenn ich halt auf ein Element draufklicke, komme ich halt. Zu den Einstellungen des jeweiligen Elements. Bedeutet, ich kann hier die allgemeine Größe ändern, die ist aber meist immer so auf Standard, beziehungsweise passt du die ja hier an, indem du das Element dir in die richtige Größe schiebst. Was wichtiger ist, sind hier so Sachen wie Farben. Ja, du kannst Hover-Effekte und so weiter hinzufügen. Oder sagen, das Ganze ist einfach nur einfarbig. Genauso kannst du einen Rand hinzufügen, Abrundungen und so weiter. Das kannst du, wie gesagt, bei jedem Element machen. Wenn du auf ein Element klickst, wie hier auf dieses Video, dann hast du hier das Einstellungsmenü vom YouTube-Video und kannst hier alles beliebig anpassen. Wenn du wieder in den Banner reinklickst, hier und dann wieder auf Neu klickst, Kommst du wieder zu der allgemeinen Übersicht von allen Elementen, gehst auf zurück, beziehungsweise bist dann immer in der Übersicht von dem letzten Element, was man hinzugefügt hat. In unserem Fall ist es der Button. Und hier sind wir wieder. Und da kannst du dich dann einfach mal durchklicken und schauen, was du denn so benötigst. Genau. Das hier wäre jetzt der erste Abschnitt von unserer Sales Page. Jetzt würde ich sagen, kommt noch ein zweiter Abschnitt, damit du das einmal ganz kurz verstehst. Das heißt, wir gehen auf zurück und würden sagen, wir möchten jetzt hier, ähm, wir können uns natürlich hier auch ein Template auswählen, zum Beispiel unter Content, aber wir könnten auch mit einem Lernbanner starten, was oftmals am einfachsten ist und so wie ich es gerne mache. Du siehst, wir haben jetzt hier... Die unterschiedlichen Abschnitte. Okay, hier ist Abschnitt 1 mit einem Video, mit einem Text. Und jetzt sage ich, ich soll hier einen Abschnitt mit Content. Ja, zum Beispiel ein bisschen was über unser Produkt. Jetzt ist unser Banner, hier dieser Abschnitt, mir aber ein bisschen zu kurz. Ich möchte den länger haben, weil ich brauche mehr Inhalt. Ich kann das jetzt aber hier gerade nicht verstellen. Hier in diesem Element habe ich aber wiederum, wenn du es siehst, diesen kleinen Punkt. Bedeutet hier, kann ich es runterschieben. Aber bei meinem zweiten nicht. So, und jetzt kann ich ganz einfach auch so vorgehen, dass ich hier seitlich auf das Menü klicke, mir das aufklappe, dann auf den Button, ja, und dann die Größe des Banners änder. Und jetzt schiebe ich mir die Größe bzw. die Höhe so, wie ich das gerne möchte. Jetzt würde hier unser Content hinkommen, so wie wir das möchten. Du siehst, jetzt ist hier auch so ein kleiner Punkt. Und dieser kleine Punkt. Da kannst du auch einfach wieder nach oben gehen. Und wenn du sagst, nee, das ist mir jetzt zu groß, dieser Banner, dann ziehst du das Ganze wieder hoch. Wenn du sagst, du möchtest es vergrößern, kannst du hier, deswegen nutze ich gerne diese Funktion, dass ich hier auf den ähm, Banner klicke und dann hier in dieses Menü gehe, um eben den Banner zu vergrößern, weil ich sonst immer hier vom MacBook meine Leiste habe und das ist mir zu umständlich. Das heißt, ich kann dann auch hier die Höhe anpassen. Du siehst das, okay? Oder hier über den Regler oder halt eben einen Wert eingeben. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Jetzt kann ich diesen Abschnitt wieder mit einzelnen Elementen versehen. Bedeutet, ich kann hier super easy Bilder und so weiter hinzufügen, so wie ich das gerne möchte. Und da kann ich dann ganz individuell meine Seite gestalten. So, jetzt habe ich die PC-Ansicht. Jetzt muss ich das Ganze noch für das Handy anpassen. Und jetzt machen wir das wie folgt. So, ihr seht, jetzt ist es nämlich hier. Ein bisschen, ähm, ja, groß noch alles. Hier gerade war die Überschrift Sales Funnel noch da, weil du erinnerst dich, ich hatte diesen Text mit Sales Funnel auf der PC-Version ausgeblendet, aber es heißt ja nicht automatisch, dass es auf dem Handy auch ausgeblendet ist. Deswegen war es hier noch verfügbar. So, und jetzt kann ich die einzelnen Elemente hier anordnen. Ich kann sagen, die H1-Überschrift soll natürlich nach ganz oben. Mein tolles Video. Soll im besten Fall da drunter. Dann soll mein Video aber noch, wenn es geht, über den Button. Und jetzt finde ich, sind die Abstände hier. Ja, hier ist so wenig Platz. Das heißt, ich würde dann einfach nur noch hier draufklicken, auf die H1-Überschrift, auf Erweitert und dann würde ich den Abstand von oben auswählen. Okay, du siehst, dass da einfach mobil ein bisschen mehr Platz ist. Das sieht schöner aus in den meisten Fällen. Ist das so auf 20, da bist du dann schon gut dabei. So, das Video würde ich ebenfalls ein bisschen anpassen. Auch den Abstand nach unten ist einfach ein äh, bisschen zu nah dran. Das heißt, hier kann man zum Beispiel 15 wählen. Dann kann man bei der H1-Überschrift, dass dieses Mein Tolles Video einfach hier ein bisschen höher rutscht, so dass der Abstand nicht so groß ist. Und dann würden wir das hier so anpassen, okay? Genau, dann hier der Button braucht unterhalb noch ein bisschen mehr Platz. Also klicken wir auf Button und auf Erweitert und scrollen hier ein bisschen runter, dass wir ein bisschen mehr Abstand haben. Jetzt haben wir hier im zweiten Abschnitt ja unsere beiden Fotos und unser Hallo. Jetzt sind die Bilder vielleicht für die Mobile-Ansicht ein bisschen zu groß. Bedeutet, wir müssen unser Bild auch anpassen. Wir klicken einmal auf das Bild. Und gehen hier auf Seitenabstände. Und jetzt verkleinern wir das Ganze einfach und sagen, ah, wir nehmen jetzt mal hier 50 Prozent. Jetzt klicken wir hier auf das Bild und sagen, hier brauche ich auch 50 Prozent. Perfekt. Und wenn ich gerade schon dabei bin, dann ist hier der Abstand unter dem letzten Bild unten mir einfach zu gering. Ich möchte hier ein bisschen mehr Platz haben. Das heißt, ich mache den Abschnitt hier ein bisschen größer. Klicke hier auch noch mal auf das Hallo, was ich jetzt gleich auch noch mal anpasse und sage hier oben möchte ich auch wieder Abstand, wie hier oben vielleicht von wieder 20 haben. So, gehen wir noch mal ein bisschen zurück und so schnell haben wir unseren Funnel erstellt und wir haben ihn hier für die Handyversion angepasst. Es sieht alles jetzt perfekt aus auf jedem Endgerät. Hier gehen wir wieder zur PC Ansicht. Du siehst, es hat sich nichts verändert. Wir gehen auf Speichern, auf Neu veröffentlichen, damit jede Einstellung auch übernommen wird. So, und jetzt klicken wir auf Seite aufrufen. Und du siehst, unsere Seite startet. Wenn wir das hier verkleinern, siehst du auch hier die mobile Ansicht. Es ist so angeordnet, wie wir es gemacht haben. Und so erstellen wir super einfach in Cheetah Webseiten und komplette Funnels. Ich hoffe, dass dir dieses Video weitergeholfen hatte. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir ein Like, lass mir einen Kommentar da. Sag mir auch gerne, welchen Page du nutzt und ob du vielleicht schon Cheetah nutzt. Und wenn dich das Video hier überzeugt hat, dann denk dran, bald wird Bilderall 5.0 gelauncht. Der Preis wird steigen. Und wenn du jetzt davon noch profitieren möchtest, bis Ende August vom günstigen Preis, den du für immer behalten wirst, dann klicke hier unten auf den Link und hol dir den Bilder Old Premium-Plan. Das ist meine Empfehlung. Für dich und für dein Business hast alles inklusive und wirst nie mehr bezahlen als den Preis, den du heute zahlst. Okay? In dem Sinne, mach's gut, viel Erfolg bei deinem Vorhaben. Deine Katharina. Ciao, ciao.